So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber. Der Don Marcy hat mich hier in der Psycho-Arena rausgelassen. Ich weiß, dass er den Orden hier eh schon hat. Ja, Team ist minimal dezimiert nach dem Arena-Kampf. Kein Wunder. Also, er hat mir jetzt vor die Aufgabe gestellt, hier wieder rauszufinden. Das machen wir jetzt aber ganz einfach. Nehme ich einmal meinen Trick 17. Schon sind wir draußen. Hahaha. So, ach ja, stimmt. Hier war ja die Select-Taste hier. So. Erstmal ins Pokémon Center. Der Don hat ja das letzte Mal schon einen kompletten Ausflug rund durch die Stadt gemacht. So, Pokémon sind wieder fit. Wer hat denn gerade am wenigsten Erfahrungspunkte? Das sind Scarabu und Rückia. Mit jeweils Level 37. Okay. Wir haben außerdem, was ich mitbekommen habe, die TM Psychokinese bekommen. Und die würde ich doch ganz gerne dem Fliegi jetzt beibringen. Dafür würde ich ihm auch die Genesung wegmachen, einfach weil wir die in einem Playthrough nicht wirklich brauchen. Es ist zwar sonst eine super Attacke, aber im Playthrough kann ich hier jederzeit Tränke reinschmeißen, deswegen... So. Moment mal. Weil ich hier gerade die Rückkehr sehe. Können wir doch eigentlich auch jemanden beibringen, der sie richtig gut brauchen könnte. Wobei, ich heb sie mir mal noch auf. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich sie Spike oder Scarabu geben soll. Scarabu wäre eigentlich gerade sinnvoll, weil der bräuchte eigentlich mal wieder eine gute Attacke. So. Ach ja, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter, und zwar nach Prismania City. So, nächste Frage. Wer von uns kann Zerschneider? Das müsste nämlich der gute Wie Senior sein. Da muss ich den nämlich jetzt mal wieder mitnehmen. Ach, hier ist es ja. So. Dann machen wir hier nämlich gleich die nächste Arena. So. Wen lassen wir denn mal hier? Spike kann in der Arena eh nicht viel ausrichten. Und der ist eh schon Level 39 und der hat die vorletzte Arena komplett geowned. Also, wo ist denn unser V-Senior? Der darf auch mal wieder mit ins Team. Dann machen wir direkt die Arena. So. Arena. So, Scarabu ist vorne. Das sollte für Pflanzen-Pokémon doch ganz okay sein. Wir zeigen dir Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Ja, dann macht mal. Bin ich ja mal gespannt. Was habt ihr denn? Ein Sarzinia. Na dann, komm. Was machen wir mit der Zornklinge? Rankenhieb, wie süß. So spät im Spiel noch mit solchen Attacken ankommen. Oh mein Gott, sie haben meinen Fluchtwert gesenkt. Wie soll ich jetzt nur gewinnen können?
schon wieder. Also langsam habe ich echt Zweifel, ob ich diesen Kampf überhaupt gewinnen kann. Kreuzschere, Seil habe ich da. Sonnenklinge ist mittlerweile bei einer Stärke von 80. Wahrscheinlich deswegen auf Kreuzschere gekommen, weil es jetzt die Stärke von der Kreuzschere hat. Die Flora, so. Jetzt an dem hier haben wir eine Stärke von 160. Und das reicht für einen One-Hit. So, da haben wir Lea und die Ida besiegt und kriegen einen Haufen Geld. So, dann hauen wir dich mal kaputt. Oh, ein Kampf? Das macht mir ein bisschen Angst, aber von mir aus. So, Picknicker Nicole möchte kämpfen. Mit einem Kokowai. Also da mache ich ja liebend gerne eine Zornklinge. Wenn du mir hier schon eine eine Doppelschwäche vor die Nase setzt dagegen. Kokowai als Pflanze Psycho-Pokémon kriegt vierfachen Schaden von Käferattacken. Da haben wir die Nicole auch schon besiegt. So, ich muss Rüke auch mal wieder nach vorne schmeißen. So, dann machen wir die hier auch noch. Halt, hier haben nur Mädchen Zutritt. Es ist voller Sexismus hier, Stefanie. Ein Hubelupf. Ja, komm, hier kriegst du einen Body Slam. Der zieht sogar die Hälfte. Ach ja, Schlafpuder wirkt ja hier noch gegen Pflanzen-Pokémon. Da war ja was. Haben wir da irgendwas, was wir hierfür benutzen können? Ja, eine Minzbeere. Baumwollsaat. Ja, mach mich halt langsam. Ups, ich wollte nicht in den Beutel gehen. Ich wollte noch einen Body Slam machen. Ah, natürlich schläfert er mich wieder ein. Natürlich trifft die Attacke auch wieder. Naja gut, dann hau mal einfach so lang drauf, bis es funktioniert. Wieso haben sie das erst in der 6. Generation eingeführt, dass man das Pflanzen-Pokémon immun gegen die ganzen Puder-Attacken sind? Und wieso schläft Rüke jetzt so lange? Ja, und wieso machst du eigentlich nur Baumwollsaat? Kannst du nicht nur Schlafpuder und Baumwollsaat, oder was ist los mit dir? Rüke, du darfst ruhig mal wieder aufwachen. Der tut dir nix. So. Endlich. So, 931 Erfahrungspunkte, ein Hopfspross. Na, da wechsle ich jetzt nicht aus. Ich bin zwar jetzt schon so langsam, wie man sein kann. Und natürlich kannst du auch Schlafpuder. Ich sage jetzt, wenn ich jetzt wenn ich sie jetzt aufwecke, dann kommt er gleich wieder mit dem Schlafpuder, und weil es ein NPC ist, trifft der mit seiner 75%igen Wahrscheinlichkeit so oder so wieder. Die treffen auch, wenn sie wollen, fünfmal hintereinander. Das sind nämlich NPCs. So, wenigstens schläft Rüke diesmal eine Runde weniger oder drei Runden weniger, ich weiß es gar nicht. So. Er macht keinen Schlafpuder, ja, ich freue mich ja so. Also hier in einem Body Slam. Und kommt jetzt noch ein paar Punga? Natürlich kommt jetzt noch ein paar Punga. Und lass mich raten, du machst Schlafpuder. Ein paar Punga sieht ja hier noch Egelsamen, okay. Ist ja noch dämlicher. Weil das funktioniert nämlich wirklich nicht auf Pflanzen-Pokémon. Oh, ich habe ihn paralysiert. Bringt mir jetzt... Oh, doch, es bringt mir was. Ich bin jetzt wieder schneller.
Okay, ja dann. Ein Volltreffer hinterher. Rüker, das hast du toll gemacht. Den Level-Up hast du dir verdient. Und da haben wir die Göre Stefanie besiegt. Ach nee, sagt sie. So. Weil es jetzt aber ein ziemlicher Krampf ist. Ich hau Skarabu wieder nach vorne. Okay, dann verhauen wir die hier auch noch. Hast du die Blumen betrachtet oder mich? Ich betrachte hier gar nichts. Ich betrachte hier nur die Pokémon. Schönheit Corinna möchte kämpfen. Und sie schickt ein Paras in den Kampf. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wie viele Pokémon hat sie denn eigentlich? Aber es scheint ein bisschen mehr zu sein, nachdem das nur Level 32 ist. Giftpuder. Ja, danke. Hat eigentlich irgendwie mal aufgepasst, diese bis jetzt alle Puder-Attacken haben getroffen. Ein Obei. Okay, also nachdem wir jetzt mit der Zornklinge schon bei Stärke 80 sind. Oder? Moment. Ne, 40 sind wir jetzt erst. Ja, dann zieht das Team trotzdem 160 ab. Die nächste ist bei 80. Na gut, das Gift wirkt wenigstens nicht, solange ich die Pokémon hier alle one-hitte. Ist ja hier noch tolle Gen 2 Mechanik. So. Parasect auch weg. 960 EP für Skarabu und Corinna besiegt. Wie ärgerlich. So. Dann haben wir denn irgendwas, um Gift zu heilen? So spontan. Was ist das Ding? Moment mal, wir haben hier ein Fokusband. Esther, das kriegst du mal. Dann nehmen wir halt einen Hyperheiler. So. Den nächsten Kampf fange ich dann auch direkt mit Skarabu an und ja. Hallo Erika. Hallo, schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arena-Leiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Johto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Ja, was glaubst du, warum ich alle deine Trainer verkloppt habe? Nun gut, ich werde jedenfalls nicht verlieren. Leiter Erika möchte kämpfen. Leiter Erika schickt Tangela in den Kampf. Das ist zwar jetzt eine kleine physische Wall, aber ohne Evolit ist das alles kein Problem. Ja, würde ihm sowieso nur nichts bringen, es hat hier noch keine Weiterentwicklung. Und wenigstens geht zumindest die erste Attacke drin. Und natürlich trifft der Schlafpuder. Ein Hoch auf die 75%ige Genauigkeit. Ich habe doch hier noch eine Minzbeere, ne? So. Rankenhieb ist ja wieder sehr süß. Aber nachdem mir der hier mit so wunderbar tollen Schlafpuderattacken kommt, kann ich die Zornklinge eh nicht stacken. Gigasauger. Das wird jetzt auch super viel abziehen. Na gut, ich probiere mal, wie viel eine Zornklinge macht. Schauen wir mal, ob wir die doch irgendwie hochstacken können. Natürlich kommt er jetzt wieder mit dem Schlafpuder. Moment mal, das machen wir ein bisschen anders. Jenny, komm du mal rein. Wir hauen jetzt auf seine schwache Verteidigung. Nämlich auf die Spezialverteidigung. Tangela ist physisch nämlich ziemlich stark und speziell eher mau. Also in der Defensive. Skarabu erreicht Level 39, das ist sehr schön. Und Jenny kriegt auch ein paar Erfahrungspunkte. Ein paar Punga kommt in den Kampf. Möchte ich das Pokémon wechseln? Die einzige Eisattacke, die wir haben, hat Fliegi. Und die ist nicht sonderlich stark. Und außerdem ist Fliegi eh schon überlevelt. Ich probiere es mal mit Rückkehr einfach in der Hoffnung, dass die mich jetzt nicht wieder gleich einschläfert. Und Igelsamen macht's ja, dann ist es selber schuld.
Sie ist blöd. Und behindert. Ich mag Body Slam. Schöne 30% Paralysechance. Und gleich nochmal hinterher. Gigasauger. Er lutscht mir die Lebenskraft heraus. Hier, komm, kriegst noch einen Body Slam, dann ist Slam Papunga auch Geschichte. So, jetzt müsst ihr noch ihr Giflor haben, ne? Und ihr Sazenia. So, was machen wir gegen Sazenia? Esther! Das Vieh ist schon Level 46. So. Psystrahl! Der ist sehr effektiv. Und one-hitted. Das ist sehr schön. Und jetzt kommt noch... Ach, Bluebella hat sie hier. Ah, okay. Was machen wir denn gegen Bluebella? Jenny, komm du mal rein. Ach, ist hier noch Rosa. Da haben sie aber mit den Farben einiges getan zwischen Gen 2 und Gen 3. Jedenfalls erstmal einen Feuerschlag, den wird das Vieh sowieso überleben. Ich kenne Bluebella doch bei... Oh, danke! Danke! Du gibst mir einen Sonnentag. Das heißt, ich kann dich jetzt one-hitten. Also... Jetzt reicht's für den Two-Hit, sagen wir es mal so. Wenn du mir die Feuerattacken 50% stärker machst. So, Leiter Erika wurde besiegt. Oh, ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Yay, wir haben den Farborden. Das ist Nummer 11. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt zu neuen Taten an. Nimm bitte diese TM an. Das ist Gigasauger. Das ist eine schöne Attacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung deines Pokémon verwendet. Verwende sie, wann immer du möchtest. Hat leider nur 5 Attackenpunkte hier. Und nur Stärke 60, sonst wäre die Attacke jetzt super. Du laberst zu viel, Mädel. Schneiden wir hier erstmal wieder das Ding da. Ist hier nicht ein Item? Ja, ein AP Plus. So. So, Pokémon Center. Dann wollen wir doch mal unser Spike wiederholen. So, wie Senior, du kommst in Box 1. Spike. Kommst hier wieder mit ins Team. So. Ich habe noch ein paar... viele Minuten habe ich nicht mehr, aber Moment, ich kann mich hier nochmal umschauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier in Gold, Silber auch was gab. Einfach mal nachschauen. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Ach Mann. Ja, dann halt nicht. Ist da hinten eigentlich noch was?
Nö. So, Moment, komm. Da ist da hinten eigentlich auch was. Hier ist auch kein Item. Schade. Ja gut, dann lasse ich den Don mal hier in diese Richtung raus, damit er weiß, den Fahrradweg soll er machen. Ich werde mich hier dann an dieser Stelle erstmal verabschieden und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Silber, Folge was weiß ich wie viel wir schon jetzt sind. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall habe ich immer die Ungeraden, also bei der nächsten Ungeraden Folge einfach. Naja, übernächste. Wir sehen uns bis dahin wieder. Macht's gut. Tschüss.